Herzlich willkommen bei Blooms TV, liebe Zuschauer. Ich bin Sandra Schmidt. Zu Ostern, da gibt es ja eine Menge Deko-Ideen. Aber ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre ganze individuelle Osterdeko im Setzkastenprinzip wunderschön für zu Hause gestalten können. Im Baumarkt finden Sie viele verschiedene Holzkisten in unterschiedlichen Größen. Sie nehmen eine pastellige, frühlingshafte Farbe Ihrer Wahl und streichen sich die Holzkiste gleichmäßig dicht an. Das ist ganz schlichte Wandfarbe, liebe Zuschauer. Die trocknet super schnell und lässt sich wirklich einfach aufbringen. Der Setzkasten ist jetzt getrocknet, liebe Zuschauer. Und jetzt zeige ich Ihnen, was Sie an einzelnen Zutaten benötigen. Wir haben den Ast. Wir haben das tolle Tiziano-Keramikei, etwas Moos, Draht auf der Rolle, verschiedene Eier wie Gänse- und Wachteleier, die Blüten, ich habe hier die Fritillarien oder auch Schachbrettblume gewählt. Für diesen Setzkasten möchte ich den Zweig in die passende Länge schneiden und dann innerhalb der Box einklemmen. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Sie peilen die Länge der Kiste an, schneiden den Ast entsprechend ab, planen gerne kleine Verzweigungen mit ein. Suchen sich passende Punkte. Und klemmen den Ast dann ganz vorsichtig in Ihre Box. Ich möchte diesem Setzkasten einen sehr naturhaften Charakter geben und dafür eignet sich Moos ganz hervorragend. Nicht nur der Zweig ist toll und bizarr, sondern eben auch das Moos, was ich mir hier zu einem Kissen forme mit Hilfe des Drahtes. Es erinnert mich so ein bisschen an den Waldboden. Entweder ich forme es, lege es in meinen Setzkasten oder aber ich finde sogar etwas Moos mit Rinde dran. Als nächstes habe ich dieses tolle Keramikei von Tiziano, das ich jetzt in den Kasten einklemme. Es wird toll fixiert durch das Moos von unten und einfach auch durch den Zweig. Fülle das Ei mit Wasser auf. Und nehme diese süßen, frühlingshaften Fritillarien oder eben auch Schachbrettblumen. Schneide sie an. Und arrangiere die kleinen Blüten in meinem Keramikei. Ja, und was wäre Ostern ohne die richtigen Eier? Ich habe hier eine tolle Auswahl an Gänse- und auch an Wachteleiern. Die lege ich einfach mit dazu. In mein kleines österliches Stillleben. Für meinen nächsten Setzkasten würde ich gerne dieses Gefäß hier mit den Traubenhyazinthen bepflanzen. Zuvor habe ich etwas Drainage unten in das Gefäß gegeben, damit keine Staunässe entstehen kann. Ja, man fragt sich oft, wie bekommt man so ein rundes Pflänzchen in so ein ovales Gefäß? Ich zeige Ihnen, wie es geht. Die Zwiebelpflanzen sind gar nicht so empfindlich, wie sie aussehen. Man kann die ruhig so ein bisschen vorsichtig auseinanderbiegen, gerne auch ein, zwei Zwiebelchen entfernen. Versuchen die Form so ein bisschen nachzuempfinden von dem Gefäß, was ich anschließend bepflanzen möchte. Etwas Moos unten
auf die Drainage legen, denn das Moos dient mir ja auch als Wasserspeicher. Die Pflanze einsetzen und dann nochmal drumherum zwischen Gefäßrand und den Zwiebeln das Moos drücken. Auch bei dieser Box habe ich mir im Vorfeld einen Ast zurechtgeschnitten und den auch eingeklemmt. Meine gepflanzte Schale mit den Traubenhyazinthen, die kommt dazu. Die kleinen Blütchen hinter den Zweigkuscheln. Und auch hier dürfen die liebevollen Details für unser österliches Stillleben nicht fehlen. Ich kann hier oben ein Wachtelei einhängen. Und ein paar süße Details dazulegen. Noch ein, zwei Federn dazu. Voilà! Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich selbst ein Moosgefäß herstellen können und das Sie dann als Vase nutzen können. Für meine Mooskugel brauche ich eine etwa Handteller große Fläche Moos. Lege mir das einfach zusammen. Forme mir am besten so auf dem Tisch eine Kugel. Nehme den Draht auf der Rolle dazu. Wickel den mehrfach um die Kugel. Forme nochmal. Und um die Kugel eben auch als Vase nutzen zu können, muss ich natürlich ein Loch in die Mitte bohren. Ein Plastikröhrchen einsetzen. Den Draht abschneiden, die Enden in die Kugel schieben, dann nehme ich die Kordel dazu, einen Knoten rein, auf die passende Länge, etwas Wasser in das Röhrchen, na klar. Und die wunderschönen Märzenbecher kommen hier zum Einsatz. Einen schrägen Anschnitt. Und tief in das Röhrchen stecken. Und so kommt meine Mooskugel mit in den nächsten Setzkasten. Ja, und weil ja Ostern vor der Tür steht, stecke ich jetzt hier noch so einen kleinen Keramikhasen aus der Tiziano-Kollektion in meine Campanula-Pflanzung ein. Haben Sie eigentlich auch so ein Schmuckstück zu Hause, liebe Zuschauer? So einen alten Löffel? Ich habe jetzt hier einfach die Muscari ausgewaschen, die Wurzeln mit dem Moos umlegt. Der dient mir mal wieder als Wasserspeicher, das Ganze mit den Steinen fixiert und habe so einfach nochmal ein österliches Stillleben, was hier später mit in meine Box kommt. Apropos Ostern, liebe Zuschauer, die Firma Tiziano, die hält noch eine ganze Menge toller österlicher Artikel bereit, ob nun verschiedene Hühner in Größen, die aufgebrochenen Eier, Vögelchen oder auch diese schönen Keramikhasen. All das und noch vieles mehr finden Sie in Ihrem Fachhandel. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit.